Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zu My Summer Fail. So, ich probiere es jetzt einfach mal. So, ich werde jetzt noch den Kühler installieren. Warum werde ich den installieren? Vielleicht ist ein Fehler im Steuergerät, was wir nicht besitzen. Ich glaube, dieses Fahrzeug hat einfach noch kein Steuergerät. Aber vielleicht braucht es einfach einen komplett montierten Motor. Und dann bekommt er einen komplett montierten Motor. Ich bin der Letzte, der gegen einen komplett montierten Motor was hat, ne? Aber ich sehe halt wirklich kein Verbindungsproblem mehr. Gar nicht. Ja, das ist 3. Wir brauchen aber erstmal 1, oder? Oder 2. Okay. Ich weiß, früher war das klack, 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 dann hat sich die Sache erledigt und das Ding war drin. Aber das ist hier rein. Aha. Ich wollte gerade sagen, dass sich hier rein gar nichts tut, wäre mir neu gewesen. So. Und dann sehe ich auch wieder ein Käbelchen. Wunderbar. Ich freue mich immer, wenn ich Kabel sehe. Da könnte ich nämlich im Kreis kotzen. Hier ist der Fan-Connector. Und der gehört auch noch da oben dran. Natürlich, logisch, ne? Will und will nicht so, wie ich will, glaube ich. Ist ganz komisch. Also irgendwie ist zwar alles angeschlossen. Kilometeranzeige. Hier ist definitiv alles dran. Ja, Radio ist angeschlossen. Da ist alles drin. Moment, wo haben wir die Kabellage? Scheiß Kabel, den jetzt schon wieder hingeworfen. Mein Gott, also ich sage es euch, Leute. Ich raste hier noch irgendwann wegen diesen Scheißkabeln aus. Hier kommt kein Häkchen mehr. Ist alles verbunden. Weder von der Batterie noch sonst was kommt kein Häkchen mehr. Das heißt für mich, es ist fucking normal alles verbunden. Ich habe echt keine Ahnung, Leute. Ich bin da wirklich so dermaßen überfragt gerade. Meint ihr vielleicht wirklich, es kann an der Batterie liegen? Lasst es uns probieren. Die ist voll. Die Batterie ist voller als voll, also voller geht diese Batterie gar nicht.
Bitte, Herrgott im Himmel. Meine Güte, lass das Ding doch laufen. Wir geben uns doch schon alle Mühe. Kein Mucks. Das ist halt kurios, dass die Elektrik nicht angeht, ne? Das ist das, was mich stutzig macht, dass hier irgendwas mit der Batterie nicht zu stimmen scheint. So, wir gehen eine neue Batterie kaufen, das reicht. Ganz einfaches Prinzip. Wir gehen jetzt was essen, wir gehen uns duschen, pinkeln unterwegs. So. Boah, was das für ein Strahl ist, Leute. Guckt es euch an. So. Mein Gott, es ist echt nicht einfach. Es ist echt nicht einfach. Na komm, gehen wir pennen. Ai, 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 ai. So. Dann speichere ich kurz. Weil wir sind ja nun mal sehr weit jetzt, ne? So. Laden. Was ich natürlich auch machen könnte, ist, ich gebe euch das Safe Game, ihr kümmert euch um das Problem und ladet es hoch und ich lade es mir runter. Wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ne? Vielleicht war ein Wunderheiler dort und hat das Auto zum Laufen gebracht. Nein, gut. Neue Batterie holen, Leute. Los geht's. Hat das Motorrad eigentlich ein Fach? Nein, ne? Ach, schade, dann müssen wir es mitnehmen. Wir werden auf jeden Fall mit dem Boot rüberfahren. Schade. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, das Ding wäre fertig und wir könnten heute schon losfahren. Mann! Ich hätte auch bis zum Strand fahren können, ne? Naja. Effizientes Handeln. Bin jetzt wie hier der Greta einmal übers Meer. Ach ja, Leute, ist das euch. So. Nein, das funktioniert so nicht.
Schade. Oh. Hallo. Gib mir mein Motorrad, Mann. So. Wie war das hier? Ach so. Das ist natürlich schade. Mann. Ah! Wir haben keinen Schlüssel. Was habt ihr gesagt? Ich muss beim Onkel klopfen oder so, ne? Hi. Dankeschön. Tschö. Wir haben den Van. Macht gut, Onkel, ne? Mega. Und schon haben wir neue Möglichkeiten. Wir quälen ihn direkt. Kaltstart. Oh, Leute. Gottes Geräusch, ich sag's euch. Ich habe zwar die Klappe wieder zugemacht, aber keine Ahnung, warum sie wieder aufging. Ach ja, ist das schön, hä? Endlich wieder im Van. Ich habe nämlich noch was vor. Und zwar wollte ich probieren. Ah ne, es ging ja nicht. Hat sich erledigt. Der Haken kommt auf die Rückseite vom Fahrzeug. Ich wollte meinen Summercar einfach nach draußen ziehen. Aber es geht ja trotzdem, ist ja nicht das Problem.
Mein Gott. Überall hängt man hier fest. So. Weiter möchte ich auch gar nicht raus. So. Schön, vielleicht tut mein Samaka die Frischluft gut. Vielleicht auch nicht, ich bin mir nicht sicher. Ja, weiter sehen wir im nächsten Part, würde ich sagen, oder? Bis dann, bleibt wie ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.